了。真的Bitte habe den Hut vom Kopf. Ja, Hut ab. Ja. Hier seht ihr mich. Ich bin also heute hier als mein Hut. Den wird mir oft gestohlen. Hier seht ihr mich heute also hier als Stand-Up-Comedian. Warum? Weil Sackverkäufer, Blumenhändler und Todesgott alle auch nicht gut bezahlt werden mehr. Wie ich heute schon erwähnt habe. Anfangs habe ich ja meinen Beruf als Todesgott angenommen. Damals wusste ich noch nicht, dass man mit der Liebe Gottes nicht zahlen kann. Haben Sie schon mal versucht, in einer Trafik zu fragen, ja, wie viel kriege ich von meiner Liebe Gottes raus, wenn ich Ihnen das gebe? Hat nicht so gut geklappt, hat mit 2 Jahren in einer Anstalt mit längeren Ärmeln geendet. Die Ärmel habe ich behalten. Tja, danach, nächster Beruf, Sargverkäufer. Problem, immer weniger Leichen. Online-Rollenspiele, Charakter stirbt, wird unsichtbar. Nichts mehr zu tun für mich. Blumenhändler habt ihr heute Nachmittag gesehen. Kein Geschäft, überhaupt kein Geschäft mehr heutzutage. Also jetzt bin ich hier, als Stand-Up-Comedian. Und ich muss noch gleich ein kurzes Experiment mit euch durchführen. Bauernwürmel. Nein, ihr seid nicht so leicht zu unterhalten, wie man mir gesagt hat. Oh, das könnte ein langer, schwieriger Abend für mich werden. Ja, ja, jetzt werde ich schon nervös. Oh je, ich werde nervös. Man hat mir gesagt, ich soll mir euch nackt vorstellen, wenn ich nervös bin. Nee, das geht nicht, ihr seid noch nicht tot. Deshalb hat auch mein Geschäft als Undertaker nicht so gut geklappt, als ich versucht habe, in ein Bordell umzubauen. Es waren nicht ganz so viele Londoner Einwohner nekrophil, wie ich dachte, aber man soll halt nicht von sich auf andere schließen. Es ist so schwierig heutzutage. Haben wir eigentlich Mädchen unter Besuchern? Nein. Nein. Gut, ich könnte versuchen, euch jetzt Witze zu erzählen, aber das hat schon in meiner Zeit als Clown nicht so gut geklappt. Aus irgendeinem Grund hatten die Kinder Angst vor meinem Lachen. Dabei ist es doch so liebreizend. An diesem Punkt möchte ich Ihnen gerne die verschiedenen Lachen des Undertakers präsentieren. Allesamt mühsam einstudiert. Über jahrelanges Training, eisige Wüsten, sengende Winde. Oder umgekehrt, eisige Winde, sengende Wüsten. Das Lachen Nummer 1. Für alle von unter euch, die das Kuroshitsuji Musical in Japan gesehen haben, das war leider nicht ich. War meine zweite Besetzung. Sie wollten mich einfach nicht mehr. Ich sollte auf der Bühne bleiben. Wenn alle das Kuroshitsuji Musical in Japan gesehen haben, oder zumindest eine YouTube-Aufnahme davon, wie auch ich, ja, ich sehe mich gerne an, jeden Morgen im Spiegel, 2 Stunden lang. Dieses Lachen haben wir für euch, jeden zukünftigen Undertaker, Cosplayer unter euch, ihr solltet es nicht nachmachen, es geht auf den Hals, denn es läuft. Und kostet euch meistens die Kopfbedeckung. Zweite Lachen, das leicht wahnsinnige Wissenschaftler lachen. Eher zu brauchen für wahnsinnige Wissenschaftler, aber bin ich nicht eher in sowas. Ihr solltet tief ansetzen, euch ein bisschen runterbeugen. Ein kleiner Buckel schadet oft auch nicht bei derartigem Lachen. Ja, mein Meister, ich bringe euch ein Gehirn. Das Lachen erfolgende Weise. Lachen, das euch alle wohl am meisten interessieren dürfte, das Sebastian-Witz-Lachen. Ich weiß, um euch das so voll durchzuführen, muss man erst an den Witz von Sebastian denken. Nehmen Sie Ihre Startposition ein. Nehmen Sie Ihre Startposition ein und leeren Sie Ihren Kopf. Warten Sie nur darauf, dass der Witz funktioniert. Und zu Ihrem eigenen Ohrenschutz werde ich an diesem Punkt das Mikrofon aus der Hand legen, damit das Lachen Sie nicht ganz betäubt.